Genau. Nein, mir gefallen die wirklich. Ich war jetzt da oben, das ist beeindruckend. Wobei ich natürlich erst einmal Affinität habe zu Technik mit Maschinenbau. Also schon von deswegen beeindruckt mich das, dass da diese riesigen Kunststoffdinger sich verbiegen und die 200 km/h haben da. Wenn ich da runterfahre, das denke ich, das ist schon arg, das klingt arg. Ist auch von der Form, das hat irgendwas Ästhetisches. Das ist so, weil es eben die Energie sichtbar macht. Das macht so, ja, der Wind bewegt es. 2011 war mit Fukushima schon eine Trendwende aus meiner Sicht. Also da wurde dann das Bewusstsein in Sachen jetzt Atomstrom oder Kohlestrom schon wieder schärfer. Also diese Energiewende in Österreich, die hat sich schon stärker entwickelt. Und jetzt, wenn ich jetzt an Windkraft denke und an Windkraftgegner und Befürworter, das ist halt auch immer das Thema. Also ich glaube, du wirst da jetzt heraus in der Bevölkerung, in den Ortschaften niemanden finden, der jetzt gegen die Windkraft wäre. Die Kölner Dom haben es 300 Jahre gebaut. Der steht noch immer, der steht zum Ausschauen. Nur der gebaut hat, der angefangen hat, wusste, er wird ihn nicht sehen. Weil wenn der so hört, die fahren jetzt noch nicht da, ein Stahlhiller für einen depperten Dom, der in 300 Jahren steht, dass man schon einmal Zeit, weil wir was haben davon, hätte es nie den Dom gegeben. Es muss die geben, die trotzdem tun, weil sie einfach sagen, okay, ich glaube, ich spüre, das ist richtig. Diese Menge an Windrädern, wie viele Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke da auch ersetzt werden können, ja? Da kann man eigentlich jetzt kein Gegner sein von der Windkraft meines Erachtens. Also wenn ich jetzt irgendwo nicht wüsste, was das ist, was hier steht, ja, ich wäre auf einer Weltreise und käme an einen Platz, wo das steht, denke ich mir, boah, eine Kultstätte.